So, und damit herzlich willkommen hier zur Chuckyburg in Buxtehude zum Spiel Eintracht Jolisch gegen Rover Dortmund. Ja, mal sehen, wer hier dieses Spiel gewinnen wird. Ob es die Gastgeber sind oder die Gäste aus Dortmund. Das ist jetzt das zweite Aufeinandertreffen. Beide Mannschaften, und das sage ich nicht ohne Grund, denn beide Mannschaften sind tabellarisch in der Liga auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen. Rover Dortmund steht dennoch ein bisschen besser dort. Aber mal sehen. Im ersten Aufeinandertreffen hat ja Rover Dortmund das Spiel 2:1 gewonnen. Mit Hilfe von Kevin Nebel und Sören Tarisson. Und Eintracht Jolisch kam ja nochmal ansatzweise zurück mit Jim Wilson. Ja, die Frage ist, warum war das Spiel TSV Rostock gegen Tenerife 11 unkommentiert? Ganz einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Aber dieses Spiel ist ja kommentiert, von daher ist das ja letztendlich auch kein Problem. Ja, das Spiel beginnt. Eintracht Jolisch in den grünen Trikots von links nach rechts und Rover Dortmund in den goldenen Trikots von rechts nach links, und Eintracht Jolisch, sie wollen hier auf jeden Fall einiges wieder begleichen. Sie hatten ja in der Liga Rover Dortmund auf dem falschen Fuß erwischt. Da war Dortmund ein bisschen wütend und hat ganz schnell mal gezeigt, ja, hier mit uns kann man nicht ganz einfach so spielen. Ja, hat Eintracht Jolisch daraus gelernt, wir werden es sehen. Jetzt erstmal der Ball auf Rahmani. Tomek Tomas. Und ja, Rover Dortmund hatte sich einiges vorgenommen. Aber ja, es ist der Pokal und Eintracht Jolisch ist der aktuelle Pokalsieger. Von daher ist Eintracht Jolisch natürlich hier der Favorit in dieser Partie. Jetzt Jim Wilson auf Depp Dalane. Jonen. Ja, jetzt hier Sören Tarisson auf Rahmani. Tarisson auf Haustein. Rahmani. Und Jor. Jetzt hier Rahmani. Jetzt Haustein. In der Mitte, da ist Kevin Nebel. Aber Schug, der blockt da ziemlich schön hier alles Mögliche ab. Der hat da gar nichts zugelassen, außer jetzt diese eine Flanke, die aber von Romanowskas ganz einfach entschärft wurde. Ja, Kahn jetzt hier am Ball. Der haut den Ball erstmal nach vorne. Apropos Kahn. Kahn war ja damals beim FC Nerefisch. Und dieser tritt dann am Donnerstag am 29. um 19. Nee, um doch um 19.30 Uhr gegen Olympique Lyon an. Gegen wen ein Eintracht Jolisch ran darf, das wissen wir noch nicht. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Das wird dann ja in einem Monat sein. Also nach dem 15. Spieltag gibt es ja eine Pause. Dann kommen ja die neuen Spieler zu dem Verein. Und dann gibt es ja zu Beginn wieder das Viertelfinale des Südpokals. Und vor dem Viertelfinale dürfen die Teams nochmal ran in der Champions League und Euro League. Ja, jetzt erstmal Jim Wilson. Nein. Ja, am Mittwoch und Donnerstag geht's dann in der Hinrunde der Champions League und Euro League im Achtelfinale ran. Aber das ist ja noch weit bis dahin, und Eintracht Jolisch hat sich ja schon für das Achtelfinale qualifiziert. Von daher, ja, die Frage ist, welche Prioritäten setzen sie in dieser Saison? Vielleicht etwas mehr auf der Liga, trotz dieses etwas, ja, maroden Starts. Schöne Parade hier von Jonen, aber auch sehr gut gemacht hier vom Interessariol-Spieler. Vielleicht ein bisschen, ja, zu zentral, aber dieser Schuss, der war doch mal ein Weckruf. Jetzt erstmal Kevin Nebel. Kevin Nebel aber. Der geht voll auf den Mann.
Das kann er so vergessen. Ja, was machen die denn da? Thomas, das ist nicht gut. Und jetzt Victorino, der kämpft sich aber wieder den Ball zurück. Also da ist die Mentalität hier von Inter Turin. Sie verlieren den Ball, kämpfen aber um diesen wieder. Jetzt hier Dennis Depthaler in der Mitte. Da ist Jim Wilson. Jim Wilson auf Padilla. Padilla! Mann, Mann, Mann. Also jetzt mal wirklich. Gibt's hier wieder einen Eckball? Ja. Borussia Dortmund hat trotzdem etwas mehr Ballbesitz. Jetzt aber hier die Ecke und Jonen entschärft diese hier sehr gut. Jetzt hier der Ball auf Kevin Nebel. Kevin Nebel. Auf. Nee, Ramani bekommt da nicht den Ball. So wird das nichts. So wird das nichts. Und jetzt hier erstmal Ramanaus Castell den Ball nach vorne haut. Da ist Jim Wilson. Und Ramani. Und ja, wie gesagt, wie auch schon beim ersten Eintracht Ariolisch gegen Borussia Dortmund Spiel gesagt, Ramani kennt diese Mannschaft richtig gut. Genauso wie Kevin Nebel. Deswegen. Und das hat halt Borussia Dortmund im ersten Spiel sehr geholfen. Aber. Wie gesagt, es ist jetzt hier nicht die Liga, sondern der Pokal und vielleicht setzt ja Eintracht Ariolisch die Prioritäten mehr auf den Pokal oder vielleicht auch ganz woanders, also auf die Champions League. Vielleicht ist ihnen die Champions League deutlich wichtiger als der Pokal hier. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das kann nur der Vorstand oder auch vielleicht der Sportdirektor von Eintracht Ariolisch sagen. Gibt jetzt hier erstmal einen Eckball. 3:1 steht es hier bei den Ecken für Eintracht Ariolisch. Jetzt hier. Nee. So wird das nichts. So wird das nichts. War eine interessante Idee, aber so effektiv war es jetzt auch schon wieder nicht. Jetzt hier Hagen am Ball. 42 Minuten gespielt, da steht immer noch 0:0. Aber es ist auch kein langweiliges 0:0. Es ist, obwohl es hier nur ein paar Torschüsse gibt oder wirkliche Großchancen gibt, ist es trotzdem noch ein interessantes Spiel, weil diese beiden Teams halt so ausgeglichen sind. Jetzt erstmal Sören Tarisson, aber nein. Ramanauskas. Ja, und damit geht's hier in die Halbzeitpause. Eintracht Ariolisch, Borussia Dortmund. 0:0 zur Halbzeit. Ein richtig ausgeglichenes Spiel und ich freue mich schon auf die zweite Hälfte. Ja, Eintracht Ariolisch lässt hier erstmal den Gegner rankommen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, das bei Borussia Dortmund zu machen, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber das ist mir auf jeden Fall in der ersten Hälfte aufgefallen. Sie lassen erst Borussia Dortmund machen und dann versuchen sie ganz schnell da zu kontern. Thomas mit einer guten Gelegenheit, aber dieser Kopfball ging nur an die Latte. Ja, und Eintracht Ariolisch ist ja mit der Aufstellung eigentlich offensiver angelehnt. Dennoch versuchen sie daraus ein Konterspiel zu machen. Kann man machen. Ob das jetzt wirklich so effektiv ist, wie gesagt, das weiß ich nicht. Es hat in den letzten Spielen funktioniert, keine Frage. Aber Borussia Dortmund ist halt auch ein anderes Kaliber. Jetzt hier erstmal der Ball auf Padilla. Da war Ingep Hausstein nicht da. Und schöne Parade hier von Jonen.
Ja, und man kann jetzt spekulieren, warum Victorino spielt und warum nicht Kanic spielt. Kanic ist ja eigentlich einer der Spieler, auf die man gerne mal setzt. Also wenn ich jetzt spekulieren müsste, dann auf jeden Fall, weil Victorino auch ein klasse rechter Mittelfeldspieler ist. Rechter sei schon, linker Mittelfeldspieler ist. Und weil der Trainer vielleicht die Vermutung haben könnte, dass die ganzen Wechselgerüchte und Wechselbestätigungen Kanic alles zu viel werden könnten und da dies nicht gebrauchen könnte in einem Pokalspiel gegen Hansa Rostock, hat er einfach mal auf Victorino gesetzt. Denn ja, Kanic verlässt den Verein. Kanic wechselt zu den Kickers, genauso wie Andy Loth. Dieser wechselt ebenfalls zu den Kickers. Zu Eintracht Ariolisch gehen dann Kevin Peach. Und das müsste ich jetzt eben nachgucken. Jetzt erstmal Ramani in die Mitte. Schön. Ah ja, Kirsipuu. Natürlich, Kirsipuu. Wie kann ich das nur vergessen? Jetzt hier Kopf auf Tomasz. Tomasz. Czerny. Ja, Tomasz, jetzt hier auf Karl Kopf. Ja. Und Ramani? Nee. Ja, was macht denn die denn da? Gibt jetzt hier erstmal einen Abstoß. Mann, Mann, Mann. Also jetzt mal wirklich. Also jetzt mal wirklich. Die Statistiken zeigen auf jeden Fall das, was ich auch gesehen habe, sprich, dass Eintracht Ariolisch erstmal Hansa Rostock machen lässt und dann versucht zu kontern. Deswegen hat halt Hansa Rostock mehr Ballbesitz. Jetzt, also deutlich mehr Ballbesitz. Ja, jetzt kommt hier Solomon Berking hier für Jim Wilson. Vielleicht wollen sie noch defensiver spielen. Und Kamil Bertnarski kommt jetzt hier für Kevin Nebel. Und Hansa Rostock will anscheinend jetzt hier komplett auf die Tore gehen. Natürlich, Kevin Nebel ist auch ein treffsicherer Spieler, aber jedes Mal, wenn Bednarski gespielt hat in dieser Saison, dann hat er getroffen. Problem, er hat nur einmal gespielt, deswegen kann ich das sagen. So, Wilke jetzt hier auf Solomon Berking. Ja, und Jeb Haustein auf Jor. Achuit Jor. Hagen. Bekommt der Hansa Rostock Trainer ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft? Wir werden es sehen. Bis jetzt ist es immer noch eine Zitterpartie für beide Trainer. Und für uns als Fußballfans ist es eine gut anschauliche Fußballpartie. Jetzt kommt hier Gabriel de Lima für Wilke. Kalkbrenner kommt für Ramani. Jetzt hier die Gelegenheit. Und der Ball war im Aus. Sonntag kommt hier für Tomasz. Also, Hansa Rostock ist frustriert. Sie wissen einfach nicht weiter. Sie haben schon mehr Ballbesitz. Sie versuchen alles. Aber Eintracht Ariolisch. Sie verteidigen halt auch einfach Weltklasse. Victorino. Und jetzt da ist er drin! Padilla! Castro Padilla! 81. Minute! Eintracht Ariolisch mit dem Treffer! Da ist der Ball drin! Und natürlich hätte man sich fragen können, ja, warum kauft sich denn jetzt Eintracht Ariolisch sich einen neuen rechten Mittelfeldspieler? Ist da vielleicht irgendwas los?
soll vielleicht Padilla gehen, aber nein, ein Scheiß soll er. Er soll auf jeden Fall bleiben und das hat er hier mit diesem Treffer auf jeden Fall bewiesen, wie wichtig er hier für diese Mannschaft ist. Gaston Padilla trifft. Und sie können es doch noch in der regulären Spielzeit. Und das ist jetzt bitter hier für Robert Dortmund. Sie haben zwar die meisten Spielanteile, aber sie kamen halt einfach nicht hinter den Plan von Eintracht Terrius. Beziehungsweise sie konnten nichts dagegen machen. Es war ja nicht so unvorhersehbar, dass Eintracht Terrius hier auf Konter spielt. Aber was habe ich dagegen gemacht? Das hatten sie, aber da haben sie einmal gepennt. Und jetzt war der Ball im Netz. Jetzt erstmal Sören Tarisson. Nein, er bringt den Ball in die Mitte. Gibt jetzt, glaube ich, noch einen Eckball. 84 Minuten gespielt. Karl Kopf. Und jetzt muss Eintracht Terrius komplett in die Defensive gehen. Ramanauskas hat den Ball. Und man könnte ihn jetzt nicht übernehmen, wenn sie hier ein bisschen auf Zeit spielen. Aber er haut den Ball hier nach vorne. Das gibt einem natürlich auch nochmal etwas Zeit. Jetzt hier schön abgewehrt hier von Eintracht Terrius. Jetzt hier Dennis Depthaler. Dennis Depthaler auf Solomon Berking. Und natürlich solche hohen, weiten Bälle, die, ja wie gesagt, geben ein Zeit. Und dies ist hier auf jeden Fall wichtig. Und jetzt hier wieder Robert Dortmund. Aber man merkt, jetzt gehen sie auch nach hinten und versuchen jeden möglichen Angriff abzublocken. Und ich glaube, das wird nicht mehr reichen. 2 Minuten Nachspielzeit. Robert Dortmund müsste jetzt hier sofort kontern, aber Eintracht Terrius macht das schlau. Jetzt hier Viktorino und da! Ah, da ist der Frust. Da ist der Frust. Und es gibt jetzt hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion. Ist es die Entscheidung? Da! Ah, De Lima. Am Kasten vorbei. Aber ja, dieses Spiel hat das gehalten, was es versprochen hat. Es war eine klasse Partie. Natürlich ist sie noch nicht zu Ende und Robert Dortmund könnte jetzt noch hier den Lucky Punch machen. Der natürlich auch verdient wäre, weil Robert Dortmund hatte die meisten Spielanteile. Aber nein, das war's. Eintracht Terrius zieht ins Viertelfinale. Und das einfach, weil sie die bessere Taktik hatten am Ende. Ob es jetzt ein schöner Fußball von Eintracht Terrius war, bleibt jedem selbst zu überlassen. Mir hat die Partie gefallen. Für mich war es eine schöne Fußballpartie. Das war es dann. Von meiner Seite aus, wir sehen uns dann einfach am Donnerstag, wenn der DJ Deadman das Spiel FC Neofisch gegen Olympique Lyon kommentiert. Bis dann, haut rein und tschüss.